Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Ihr 392. Im letzten Teil haben wir gezeigt, wofür sich lohnt, sich zu duellieren. Einmal noch hier zu beschützen, die einem wertvoll sind. Ja, da kann man die Ehre mit einem Kartenspiel hier verteidigen. Ob es bei Mama und Uno genauso funktionieren würde, das ist eine gute Frage. Oder halt einfach, um zu beweisen, hey, ich kann was. Ich bin nicht allein, beziehungsweise auch wenn man sich hier gegenseitig bekämpft, man kann trotzdem Freunde werden. Das Duellieren, da ist ein bisschen Respekt dabei. Welche, die duellieren einfach nur, um die anderen niederzumachen. Aber man kann auch was davon lernen. Gut, weiter geht's bei dem Königreich der Duellanten Finale, Halbfinale. Wir treten jetzt an als Joey wieder gegen Keefs. Bandit Keefs Blechlawine. Man muss sich überlegen, die tun sich ja bewusst hier bestimmte Namen überlegen. Ich meine, Bandit Keef, Bandit, der Bandit, ist der Bandit, der Räuber. Ja, passt zu ihm. Der ist nämlich so ein Halunke. Und die Blechlawine, also er benutzt Maschinenmonster, das passt auch. Der erzählt nämlich eine Menge Schrott, wenn der Tag lang ist. Gut, legen wir los. Das zweite Halbfinale war Joey gegen Bandit Keef. Um im Duell anzutreten, musste jeder Teilnehmer seine Turnierkarte vorlegen, die Joey schockierend nicht hatte. Ja, wer hat sie wohl gemobst? Hä? Unbekannt zu Joeys stahl Bandit Keef Joeys Antrittskarte in der Nacht zuvor. Durch die Regeln des Turniers wurde Joey 5 Minuten gewährt, um seine Karte zu finden, oder er würde disqualifiziert werden. Ich wiederhole, der Bandit Keef sagt doch, der Pegasus, der hat mich reingelegt. Aber gleichzeitig sagt er dann auch wieder, es ist egal, wie man gewinnt. Auch sogar, wenn man ihn so sabotiert, dass er überhaupt nicht zum Duell antreten kann. Also, der ist wirklich wohl der eigene Held in seiner disillusionierten Welt. Joey suchte überall, aber konnte sie nicht finden. Auf dem Weg zurück in die Arena brach er auf dem Flur zusammen. Entschuldigung, Schwester. Ich kam, sah und verlierte. Ich kam nah. Sehr nah. Komm hoch vom Boden, Joey. Und beende das ganze Weinen endlich. Du siehst aus wie ein großes Baby. Wer weint? Ich habe etwas in meinen Augen bekommen. Die dumme Sache kommt nicht raus. Mai reichte ihm ihr Soft-Taschentuch. Nicht nur ein Taschentuch, es ist die Soft-Art, die besonders gute Art von Tempo. Hier, blas nur nicht deine Nase da drin. Jetzt bin ich schon dabei! Weißt du, dass jedes Mal, wenn ich denke, ich habe dich herausgefunden, überraschst du mich. Hä? Thea erzählte mir über deine kleine Schwester, wie du dich duellierst, um das Preisgeld des Turniers für sie zu gewinnen, sodass sie ihre Operation haben kann. Klang wie eine schlechte Seifenoper, um ehrlich zu sein. Aber wer liebt nicht eine schlechte Seifenoper? Jetzt verstehe ich das, was meine Deutschlehrerin und Deutschlehrer da immer gesagt haben mit der Kommasetzung, weil das irritiert diese ganzen Kommas. Ich habe so das Gefühl, die haben das einfach aus dem Englischen übersetzt und da sind manchmal vielleicht ein paar mehr Kommas vertreten. Wie auch immer. Ja, richtig, Mai. Wie auch immer. Wie auch immer, wir sehen uns, Süßer. Oh, du findest, dass ich süß bin. Als Mai ging, bemerkte Joey, dass sie ihre Turnierkarte im Softtaschentuch versteckt hatte. Warte, Mai! Nimm sie, ich brauche sie nicht mehr. Eine Sache aber. Hä? Nimm Bandit Keef raus. Hey, nimm ihn auseinander! Mit dem Schraubenzieher oder der Säge? Was ist dir lieber? Joey rannte zurück in die Arena. So, der Punk kommt, um uns schlechte Nachrichten zu geben, oder? Lass mich raten, du konntest die Karte nirgends finden. Wovon redest du? Ich habe sie genau hier. In Ordnung, Keef, Zeit zum Duell. Okay, weißt du, ein Teil von mir wollte, dass du es schaffst. Ein nettes kleines Aufwärmspiel könnte mir gut tun. Vielleicht solltest du mal deine Grammatik aufwärmen. Ich meine, Aufwärmspiel ist ein Nomen und du schreibst es klein, du sagst es klein. Es ist ein großes Wort. Du musst in Kraft hineinlegen. Wie war das im Anime, hat er glaube ich gesagt, wie kann das sein, ich hatte sie doch gestohlen. Eigentlich hätte er disqualifiziert werden müssen, ich glaube der wird sogar dann am Ende disqualifiziert, weil sie es herausfinden.
Ich werde dich aufwärmen und erledigen. Ich werde dich verputschen wie ein aufgewärmter Schnitzel vom Vortag. Sag mir, wie fühlt es sich an, sich als Amateur gegen den Interkontinental-Duellier-Champion zu stellen? Die Interkontinentalmeisterschaft. Ich kann einen besseren Preis in einer Konfliktbox gewinnen. Punk, ich werde dich lehren, meinen Titel zu respektieren. Hatte er nicht das Duell gegen Maximilian Pegasus verloren? Also eigentlich hat er diesen Titel doch gar nicht. Oder verwechsel ich da was? Hat er diesen Titel an sich schon? Weil, nee, so oder so. Weil, auch wenn er den Titel getragen hatte, wenn er gegen Maximilian Pegasus verloren hat in einem offiziellen Duell, hätte er eigentlich den Maximilian Pegasus diesen Titel annehmen müssen, richtig? Also hat er gar keinen Titel, um den irgendwie hier vorzuzeigen. Pah. So, das Geschichtendeck. Eins mit dem Schwert sein. Das heißt nicht hier dir das Schwert in den Bauch zu rammen. Daher nehme ich die Faust vor die Brust und bam, das Schwert wird abgewehrt. Jetzt bin ich gespannt, wie das mit der Einstellung wegen der Kartenabfrage funktioniert, weil ich habe das ja jetzt auf einfach gestellt. Also das ist manchmal das überspringt und manchmal auch nicht. Also, ey, gucke an, was ich hier Schönes habe. Zweimal die Fallenkarte Metallwand. Da, was machst du nochmal genau? Wähle ein offenes Monster auf dem Spielfeld. Rüste das Gebiet. Zieh mit dieser Karte aus. Es erhält 300 Angriff und Verteidigung. Falls es angreift, erhält es nur während der Schadensbrechung und Angriff in Höhe der Hälfte der Angriff des Angriffsziels. Das ist eine gute Karte. Eine gute Karte. Aber ich gehe erstmal in die Verteidigung. Bam. Das lasse ich auch erstmal so. Erstmal in meiner Hand, erstmal gucken, was der jetzt spielt. Im Anime selber war es ja so gewesen, dass Maschinen sind gegenüber Zauberkarten immun. Fragt sich einer, warum? Oh, Mausoleum des Kaisers, es kann er Lebenspunkte opfern, anstatt Tribute anzubieten. Und er spielt seinen Pistolendrache und aktiviert den Effekt und er wirft eine Münze, wird mein Monster zerstört. Dreimal darf er spielen und... Ernsthaft? Er hat dreimal geflippt, dreimal lag er daneben und deshalb ist nichts passiert. Okay, so, jetzt hat er durch 7 vollendet sein Maschinenmonster ausgerüstet, oder? Moment. Jetzt muss ich gerade mal rechnen. Okay, dann, wisst ihr was, dann... So, ich spiele nochmal einen Masaki, legendären Schwertkämpfer. Spiele mal eine Karte verdeckt. Und noch eine Karte verdeckt. Und noch eine Karte verdeckt. Jetzt hast du Angst. Es ist ein Triple Danger hier in meiner Kartenzone. Und dann werde ich meinen Zug. Also wenn du mich angreifen magst, probier's. Ach nee, probier's mal mit Gemütlichkeit. Der kann ja wieder den Effekt seines Drachen aktivieren. Der kann eine weitere Karte hinzufügen. Er könnte mein Monster zerstören. Nö. Weil wenn er es zerstört, wird er auch gleichzeitig meine Fallenkarte zerstört. Und hat er richtig getippt? Die Wirkung vom Mausoleum. Also anscheinend hat er wieder falsch gelegen. Dann aktiviere ich jetzt, nehme ich meine Fallenkarte. Kaunai mit Kette ist ein schönes Accessoire für Männer und Frauen aller Art. Rüste es aus. Der Kette einer weiteren Karte hinzufügen. Jo. Und einmal hier Metallwandler. Einmal für Masaki. Dann wieder noch ein bisschen stärker. Nee, das lasse ich jetzt erstmal. Gut. Aktiviert und spielt seinen Spielautomaten. Ja, ja. Effekt der Karte aktivieren. Jo. Das nicht. Okay, dann aktiviere ich nochmal Metallwandler. Würde er jetzt eigentlich sozusagen, weil ich zweimal Metallwandler habe, hier den gesamten Angriff kriegen? Würde das funktionieren? What the hell? Ach, das ist nur, wenn ich angreife. Aha, also hätte ich mir das Ganze sparen können. Was ich aber nicht ganz verstehe, ist, meine Kunami-Kette hat doch 2 Effekte. Aktiviere ein oder beide dieser Effekte gleichzeitig. Ach so. Wenn dann... Deshalb funktioniert nichts. Ich habe sie aktiviert, als mein Gegner noch keinen Angriff deklariert hatte. Ja, super, ja, dann bin ich aufgespießen. Ich hatte nämlich. Und ich habe auch gedacht, falls es angreift. Ah, ja.
Lesen muss man können, Jovo. Da wüsstest du nämlich, dann hätte ich mir das alles sparen können. Ich hätte sie dann nämlich aktiviert, wenn ich angegriffen hätte. Dann hätte ich vielleicht sogar dann genug Angriffspunkte gehabt. Habe ich Deppenglück? Ich habe schon wieder Deppenglück. Der spielt dreimal und kann... Und er muss mindestens zweimal richtig liegen, um meine Monster zu zerstören. Aber hat's nicht. Also, aber ich habe nichts, um dem entgegenzusetzen. Okay. Okay, das ist jetzt wirklich alles oder nichts. Alles oder nichts. Und ich nehme Zahl. Oh lala, könnte mit... Moment, hat er dadurch jetzt Lebenspunkte verloren? Moment. Ich muss gerade nochmal lesen. Verliert er auch Lebenspunkte? Achso, nee. Der hat sich hier selber Lebenspunkte abgezogen durch sein Mausoleum des Kaisers, um Monster zu beschwören. Also... Okay, ich bin hinüber. Hätte ich jetzt mehr als 1700... Wieso überhaupt noch die Karte? Das hätte ich sogar noch rumreißen können. Tipp, verwende den gegnerischen Mausoleum des Kaisers, um dein eigenes hohes Monster zu beschwören. Ja. Habe ich aber nichts auf der Hand gehabt, mein lieber Roboter. Da kann ich es vergessen. Gut, überspringen wir das Ganze nochmal. So. Ich weiß also, dass er dieses Mausoleum des Kaisers spielt. Ich könnte das im Prinzip, wenn ich meinen rotäugigen schwarzen Drachen beschwöre, einmal hier... Au! Nicht auf die Finger. Wenn ich den ziehe, könnte ich den spielen und dann durch Metallwandler stärker machen. Im Anime wurde er dann zum rotäugigen schwarzen Metalldrachen, ja? So, okay, ich hätte schon mal zwei Drittel für den Tausenddrachen. Gut, dann setze ich das und im Fall der Fälle, wenn er jetzt ein Monster mit 1900 Angriffspunkte oder weniger spielt, dann könnte ich es trotzdem noch aktivieren, um meinen Axträuber stärker zu machen. Nö, aktiviere ich erstmal nicht. Schön, dass du mich fragst, aber erstmal nicht. Aktivieren? Nö. Bringt das was? Nein, es bringt nichts. Er hätte nämlich trotzdem mehr Angriffspunkte. Besonders jetzt mit 7 vollendet. Angriffe wurde ausgewählt. Er kann Angriff unter Verteidigung erhöhen. Nee, ich möchte nichts. Hat begonnen. Effekt der Karte aktivieren. Nö. Ich würde nur meine Karte verlieren. Ich würde sie verlieren. Nichts würde passieren. Ich könnte sogar wieder ein offenes Monster. Ich könnte sogar meinen Gegner hier verstecken. Aber mache ich nicht. Nee. Jetzt lasst mich kurz was gucken. Zählt es als Spezialbeschwörung? Normalbeschwörung. Dies ist seine Normalbeschwörung. Sein normales Essen wird dieses keine Tributbeschwörung. Okay. Keine Tributbeschwörung. Aber normales Setzen, das heißt, er könnte dann kein neues Monster beschwören. Ich könnte also im Prinzip dieses Monster mit Fallgrube zerstören. Ja komm, der beschwört ein starkes Monster. Ich habe was gebuddelt. Wer an eine Grube gräbt, der hat ein Grabengrubgerät. Oh ja. Nee, aktivieren nicht. Aber jetzt, bitte frag mich jetzt. Ja, ich möchte was aktivieren, nämlich die Fallgrube. Schwuppdiwupp, da ist sie weg, der Spielautomat. Gambling ist eine ganz schlechte Angewohnheit, also hör mal lieber damit auf. Metallwendler. Aha. Noch mehr Angriffspunkte. So, jetzt wäre es schön, wenn ich meinen Babydrachen ziehen würde. Eine Panzerechse. Würde das was bringen? Moment, jetzt lasset mich rechnen. 1500. Damit hat er 1800. Höhe der Hälfte der Angriffspunkte. Das heißt nicht Grundangriffspunkte. Das heißt, er würde mir 1700 geben. 1700 und 1800 sind 3500. Es würde passen. Dann wird es doch gemacht hier. Panzerechse wird jetzt zur metallischen Panzerechse, zur Metallpanzerechse. So, dann greife ich dich jetzt, mein Lieber, an, mein lieber Bandit Kief, da wird dir was jetzt geschnappt. Bam. Und deine Karten sind alle futschwärme auf den Schrotthaufen geworfen. Auf die Müllhalde, da wird jetzt schön aussortiert. Kann man was Nützliches draus machen, gell? Schaukeln der Erinnerung? Ach was, kann er damit Monster einfach vom Friedhof wiederholen, oder was?
Und er spielt noch was, seine Pendelmaschine. Der letzte Spindlein hat geschlagen. Autsch! Ach, hör mit der Ruf. Muss ich jetzt hier schon wieder mein Zeitzauberer nutzen oder was? Hä? Ach, das Monster war nur für einen Zug da. Kann nicht als Normalbeschwörung beschworen oder gesetzt werden. Muss erst als Spezialbeschwörung von deinem Deck beschworen werden, indem du rote oder schwarze Draht zu puttern willst, damit Metallwandler ausgerüstet ist. Was? Moment, den kann ich nur von meinem Deck beschwören? Heißt das, jetzt wo ich ihn auf der Hand hatte, würde das gar nicht mehr funktionieren? Das wäre aber blöd. Schau mir den noch. Beschwöre ein normales Monster als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof. Es wird werden, entweder sie des Spielzeuges zerstört. Aha, also nur ein Zug zurückkehren. Gut, ich probier's. Auf gut Glück. Zeitzauberer, Zeitroulette aktivieren wir und ich wähle Kopf. Komm, 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 komm. Ach nö! Mein Tausenddrache, da liegt er nun begraben. Für immer und ewig. Ja, noch ein Mausoleum des Kaisers. Ich kann den ja nicht beschwören. Ich könnte zwar sein Mausoleum des Kaisers nutzen, aber es ist ja nun mit Spezialbeschwörung möglich. Komm, jetzt. Okay, das Spiel gibt mir noch eine Chance. Also entweder gewinne ich oder ich bin hinüber. Okay, mit dem Kopf durch die Wand. Komm schon. Yo! Ich habe nochmal eine Chance. Ich habe nochmal eine Chance, weil irgendwann hat er nicht mehr genug Lebenspunkte, um seine ganzen starken Monster zu beschwören. Irgendwann ist es hinüber. Dann ist deine Zeit abgelaufen. Dann wird er aus dem... Okay, du hast eine Zauberkarte. Hast du noch ein Monster? Hehehehe. Hast du ein Monster? Hehehe. Nix hier Monster. Alles klar. Salamandra. Leider kein Feuermonster. Ich gehe das Risiko ein und greife direkt an hier. Dunk, dunk. Hä? Die Zeit läuft ab. Tick, tack, macht die Uhr. Eieiei. Er hat wohl wirklich jetzt alle seine Monster beschworen, die überhaupt gehen. Oh, Kuna mit Kette. Das kommt doch sehr, sehr günstig. Wenn er mich jetzt doch angreifen würde, könnte ich das kontern. Nix hier. Eieiei. Wenn ich den jetzt wirklich mit dem Zeitzauberer, das ist dann der Zahn der Zeit, der Nagel hier an der Kniescheibe. beenden, ja. Aber ich möchte nicht aktivieren. Okay, Wächter des Labyrinths. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Mit diesem kleinen Monsterchen. So, erstmal Wächter des Labyrinths, ein Monster, das den Eingang zur Unterwelt bewacht, wo ich dich jetzt hineinführe. Ja, haha. Du hast nichts. Du hast die Karte, die da liegt, die nützt dir auch nichts. Selbst wahrscheinlich Metallwandler. Badabim, badabum, badabam. Ich hätte ihn gern mit dem Drachen besiegt, aber hey, mit dem Zeitzauber ist doch auch hier ein schönes Comeback. Auf keinen Fall. Er hat mich geschlagen. Dieses Duell zählt nicht. Wieso denn nicht? Die Angriffskarte, die Joey zeigt in diesem Spiel, war nicht einmal seine. Woher weißt du denn das? Da sollte das Duell nicht zählen und er sollte hier disqualifiziert werden. Er hat recht, meine Karte war weg, also gab mir Mai ihre. Aber sag mir, Keith, wie könntest du wissen, dass dies nicht meine Karte ist? Ich bin ganz Ohr. Also, warum erklärst du dich nicht? Er muss nicht. Es ist klar, dass Keith die Karte von Joey stahl. Deshalb ist er sich so sicher, dass du nie in der Lage warst, sie zu finden. Nehmt den Schurken weg. Weit weg. Nein! Ja, haha. Wo wird er reingesteckt? In den Dungeon. In den S-Dungeon, ja. In den Slime-Dungeon. So. Wir haben wieder was geschafft und nun beste Freunde, harte Gegner. Oh. Zum Glück darf ich hier jetzt als Yugi wieder spielen gegen den Shoei. Was ein bisschen schade ist, wir haben ein Schlüsselduell ausgelassen jetzt in diesem Spiel. Davon werde ich jetzt kurz mal noch berichten, bevor ich den Part beende. Und zwar waren sie in einem Labyrinth gewesen. Dort sind sie auf zwei Brüder gestoßen, die Brüder Para und Docs. Ja, und sie haben dann ein Doppelduell geführt. Die Brüder gegen Yugi und Joey. Und am Ende von diesem Duell hatten sie eine unglaublich coole Kombination gemacht, nämlich der Joey und der Yugi haben den rotäugigen schwarzen Drachen mit dem herbeigerufenen Totenkopf
fusioniert um den schwarzen Meteor, um den schwarzen Totenkopfdrachen zu beschwören. Ein sehr starkes Monster. Und in diesem Duell wird wahrscheinlich der Joey versuchen, dieses Monster zu beschwören. Weil er sonst keine Karten hat, die stark genug sind. Aber dadurch, dass dieses Duell jetzt in diesem Story-Modus nicht vorhanden ist, wüsste man gar nicht, wo hat er denn jetzt die Karte? Was ist denn das jetzt für ein Monster? Aber gut. Beste Freunde, harte Gegner und danach das Millennium-Duell. Und danach wäre dann schon das Königreich der Duellanten abgeschlossen. Aber erstmal gucken, wie ich diese beiden Duelle schaffe, weil die wären, glaube ich, die werden schwierig. Ich habe sie ja zwar jetzt einmal geschafft, aber Mann, ich glaube, da habe ich viele Versuche gemacht. Aber gut. Wenn Ihnen, meine Damen und Herren, diese Ausgabe von Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist gefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dahin, die 23 Show. I love to entertain you. Tschüss and goodbye.